Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und ich spiele meinem Jagdtiger. Diesmal auf Karelien Standard gefecht. Was haben die dann hier? 1, 2, 3, 4, 5 Zehner. Auf jeder Seite. 9er Arti auf jeder Seite. Okay, dann können wir mal gucken, wo stelle ich mich dann da hin. Auf geht's! Arti ist natürlich scheiße. So, war ja klar, dass die alle sind da zusammen. Ich fahre ganz hinten hin. Probiere dann ein bisschen Bum-Bum zu machen. Steht da immer ein bisschen Bum-Bum. Viele haben mal so geschrieben, dass sie auch wollen, dass ich die Jagdpanzer L100 freispiele, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so heiß auf den. Oh! Scheiße, was war denn das? Ich habe einen kurzen Schweiß abgewischt, nochmal die Maus und abgedrückt, scheiße. Teurer Schuss. Bam, 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 bam. T57 Chevy, so. Ich will halt keinen Gerammelt-Green hier. E75 und. Ja, stell dich mal vor mich. Schön einen reingerumst. Boah! Hat ihm einen reingebrezelt, hä? Schön. Da muss der sechste Sinn unbedingt hier aktivieren. Unbedingt. Schade. Ja, ich hatte eine voll im Auge, Jungs. Ich hatte voll drin, ey. Der braucht nur kurz rausgucken. Ich baller dem so dermaßen ein in die Zwiebel. Komm raus. Ja, bewegt sich langsam. Er spielt, als hätte er keinen Bock. Beschädigt. Wir haben Genauigkeit eingebüßt. Mach ihn nicht die Jockel. Oh.
Bum-bum! Au! Holt euch das Ding von hinten. Wirkungstreffer. Ja, 614 reingeprügelt. Das ist gut. Schon One-Shot, Junge. Komm, komm, guck raus. Da mache ich Bum-Bum. Kannst du mal Bum-Bum? Badgetten E75 sind aber so, ach, sehr geduldig, muss ich sagen. Hätte ich jetzt... Ich hätte nicht so viel Geduld. Schön. Der schießt aber verdammt schnell, ey. Mein lieber Scholli. Bam. Ja, aber ein bisschen Schusswechsel hat mir gefallen. Ich mag das hier eigentlich, die Karte mit... mit 10er, 9er Panzer. Irgendwie macht die mir Bock. Ist halt mal immer so ein bisschen schon was anderes, ne? So. Ich glaube aber nicht, dass ich viel rausgenommen habe hier. 2257 Schaden. 840 Erfahrung. Das ist okay. Finde ich gut. So. 8 Schuss, 5 Treffer. 1000, also fast 2000 potenziell erhalten. Schaden durch Aufklärung noch 1000. Mit Premium habe ich knapp 20.000 Credits bekommen und ohne Premium wären es 6.900. Ja, also wie gesagt, mit dem Jagdtiger bin ich jetzt echt, bin nicht so wild auf der Jagdpanzer E100. Ich weiß nicht, der ist mir zu langsam. Jagdtiger ist ja auch schon zu langsam. Und der neue Jagdtiger mit der Top Gun gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Deswegen ist das jetzt nicht so wild. Ne, da tue ich immer mal die doppelte Dinger rausspielen im Let's Play oder so und mache dann ganz langsam. Kann sich natürlich immer ändern, wenn ich irgendwann mal doch Bock habe auf eine 10er TD. Muss ich mal gucken. Okay, wir sehen uns im nächsten Gefecht wieder. So, herzlich willkommen zu meiner zweiten Runde von World of Tanks. Diesmal spiele ich um T21, das ist ja eigentlich sehr selten. Aber ich dachte mal, man könnte ja ab und an mal die doppelte Punkte wenigstens mal frei spielen bei dem. Weil ich glaube, sonst würde ich danach nicht mehr weiterspielen. Ist so ein Panzer, hat ja jeder, ne? Kennt bestimmt jeder, der so ein paar Panzer spielt. Wenn man so zwei, drei Panzer hat, die man gerne spielt und dann hat man so einen drunter, den man überhaupt nicht gerne spielt, dann packt man halt auch selten aus. Los geht's! Und ich packe den T21 so gut wie nie aus. Ich hasse das Ding. Er ist ja nicht schön. Aber ist ja egal. So, wir haben 128er Penetration. Tier 6 ist das noch zu gebrauchen. Und die Stämme jetzt von überall einen reinknallen. Haben noch Sichtweite, entspiegelte Optik noch drauf. Habe ich mal drauf noch gemacht gerade. Hat da auch noch mal rumgelegen. Hier weiterzufahren ist Selbstmord. Der ging nicht durch. Obwohl eigentlich durch müsst, ne? Versteht einer diese Logik?
Kann ich überhaupt hier Hilfe? Nee. Ach Gott, was ist denn da hin los? Ich bin als Ensichter hier. Wirkungstreffer! Panzer, was ist da mit den Jungs los? Wollt ihr mit dem angreifen oder so? Wirkungstreffer! Aufpassen, hier nämlich noch eine AT. Eine haben sie schon zerschossen, Grit. Ich kann mal hinten hingucken. Da ist nämlich auch ein T21 drin, ne? Voll durch ihre Panzerung. Der ist abgeprallt. Abgeprallt. Da gewinne. Keine Ahnung. Kommt AL-44 durch. Schön. Aber rechts sind noch, links sind zu viele. Mal helfen gehen. Ich möchte halt nur nicht, dass hier einer. Sieht jetzt ein bisschen seltsam aus hier. Schön. So, jetzt gehen wir nur noch in die Mitte. D21. Hauptgeschütz getroffen. Kritischer Treffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ja. Ausgeschaltet. Ich habe gar nicht mitgedacht, dass ich da Premium-Reparatur-Ding habe. Ich strick da rum. Denke, komm, mach die Waffe ganz. Hier der Knopf für die Gun, aber der repariert hier dann alles. War ich gerade ein bisschen näher bei der Kappe. So, TN20 habe ich Arme nochmal gespielt. Bin ich Arme nochmal froh. So, über 1000 Schaden. Mhm. 647 Erfahrung. Das ist schon mal. Finde ich gar nicht so übel für deine Panzer.
Waffenbrüder, KV1S, der... Achso, die haben ja alle Waffenbrüder. Ne, Meisterschütze, die zwei. Genau. Glückwunsch dazu. So, 22 Schuss, 13 Treffer, 1017 Schaden. Aufklärung war doch ein bisschen weniger, als ich gedacht hätte. So, mit Premium war immerhin fast 22.000 Credits im Plus. Und ohne Premium-Account wären es 13.500 Credits. Jo, wie ihr seht, das ist also, ich habe hier die entspiegelte Optik drin. Ansonsten, das ist echt nicht viel, ne? Top Gun, Top Funky Funky, der Motor. Ketten habe ich nicht, die braucht man nicht. Irgendwie, also ich habe jetzt auch kein Kettendings drin. Aber ihr seht, ich kann jetzt nichts mehr zusätzlich draufschnallen, ne? Das Tarnnetz zum Beispiel wird schon nicht mehr drauf passen. Schere, Fernrohr könnte ich noch drauf machen. Ja, dann habe ich hier dieses, wieso habe ich die große Ersatzteilkiste überhaupt? Aha. Kann ich jetzt keine Ahnung. Sowas fehlt noch bis zum T71. Wenn wir mal 12.000 abziehen. Oh ja, da fehlt doch noch eine Menge. Da fehlen über 30.000. Über 30.000 noch bis zum nächsten Tank. Deswegen, aber ich werde mir dem die doppelte Punkte öfters mal freispielen. Also ich werde öfters im Let's Play kommen. Damit wir mal auch dort auf jeden Fall mal weiterkommen. Weil die nächsten Panzer sollen ja interessanter werden, ne? T71 glaube ich ist gar nicht, also T69 weiß ich, dass der gut ist. T54 E1 ist ja auch gut, ja, und der Heavy ist ja sowieso. Ich bin mal auf die Sachen gespannt. Okay, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Let's Play gehalten habt. Eure Lieblingstanks, wie lange ihr mit dem T21 ausgehalten habt, ob ihr den Panzer gut findet oder nicht. Das sind halt so Dinge, die auch die Leute interessieren, ne? Nicht nur meine Meinung, sondern ist auch ganz wichtig, was ihr über die Panzer denkt. Und wie gut ihr damit zurechtkommt, ja. Wie heißt der Play? The Fleming Playstedt. Play ist... Aha. Sergeant Lindley. Wie heißt der? Mullekei. Ist geil. Manche Namen sind echt gut. Pinkard, Panchek, Priest, Barnes. Er hier dann. Ach, aber Hensch, Aspirin gelesen. Okay. Super Pershing hatte Beckham drin. The Morgan. Dicken. Jawohl. Was haben denn die Deutschen? Haben eigentlich, glaube ich, die seltsamsten teilweise. Kissewetter, Ganzen, Schumann. Ich freue mich, wo die Namen durch haben. The Gottlieb Rohr, Schlippenbach, Deckenkolb. Das ist aus meinem Löwe, die Mannschaft. Nachthase feit, Feierabend wischt. Heim, und das geht dir noch. Oh, halt alte Namen, ne? Da ist alte Namen. Achso, Müller, Schmidt, Schulz, fehlt alles, ne? Ja, also so ein bisschen halbwegs Namen, so, ne? Essebeck, Lasch, Albert Balthasar, Konrad Kramer, ja, das sind halt so. Fehlen halt ein paar deutsche Namen, ne? Wie man sie kennen wird. Man in der Russen. Tscheche Bock. Der Tscheche Bock. Hier noch drin. Der Schlachtenock. Schlachtenock, ja. Das sah jetzt schon gut an. Schuck. Timoschenko. Mein Gott, ich kenne hier mehr Namen von den Russen irgendwie als von den Deutschen teilweise. Hat man schon irgendwo mal gehört, aber... Ah, gefällt mir. Jo, okay. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.